Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vanbörse. Wir sind heute bei Lea und Alex. Hallo ihr beiden. Hallo. Wir stehen hier auf Lanzarote am Famara Beach und die beiden habe ich gestern spontan gefragt, ob sie uns eine kurze Roomtour geben können. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein, ihr beiden, wenn das okay ist. Klar, rein. Einmal ganz kurz rumgefilmt, wie es hier ungefähr aussieht. Vielen Dank. Jetzt schon mal vorab und vielleicht wie immer ganz am Anfang ganz kurz zu euch. Wie alt seid ihr? Wie lange seid ihr schon unterwegs und wie lange plant ihr noch unterwegs zu sein? Ich bin 33 Jahre alt und wir sind jetzt unterwegs seit Mitte November mit dem Van, sind aus Berlin aufgebrochen und ja, Lea, das war. Ich bin 35 Jahre alt und genau, sind jetzt 2,5 Monate. Und dieses Mal haben wir auch nur so 3 Monate Zeit für unsere erste längere Tour in dem Van tatsächlich. Das heißt, es ist noch ein bisschen was geplant. Ihr arbeitet ja auch von unterwegs, seid immer fleißig an den Laptops. Ich habe euch gerade auch nur kurz unterbrochen. Gleich geht es, glaube ich, weiter. Vielleicht wollt ihr noch einmal ganz kurz erzählen, was ihr beide von unterwegs macht. Ich bin selbstständige Redakteurin und Autorin. Ich kann das eigentlich von überall machen, vor allem für den öffentlichen Sektor, NGOs, Stiftungen und so weiter. Ja, ich bin Architekt und ich arbeite so einzelne Leistungsphasen ab, also nicht komplett das ganze Programm, aber versuche, so gut es geht, verschiedene kleinere Sachen wie Visualisierung und Entwurfs- und Planungsaufgaben aus dem Bus zu machen. Super cool. Ja, und wie man sieht, es gibt ja immer Ausreden, Leute, die sagen, man findet kaum Remote-Jobs, aber man sieht es hier beiden, hatten wir, glaube ich, noch nie Autorin und Architekt, also super interessant. Und ihr kommt ganz gut zurecht, so wirkt es zumindest, ne? Ich glaube, ihr seid ganz happy. Ich glaube, durch die ganze Corona-Zeit hat sich das so flexibilisiert, dass sehr viele Arbeitgeber und Auftraggeber gar kein Problem mehr damit haben. Ja. Man muss so überlegen, wem erzählt man es, wem nicht, aber ich glaube, mir wissen das eigentlich alle Kunden. Ja. Vielen Dank für die Inspiration. Von der einen kommen wir einmal zur nächsten, passt aber ganz gut zum Job. Und zwar fangen wir einmal an. Wir sitzen hier gerade hinten, das ist eure Arbeitsecke, ich schätze, / Bett. Wollt ihr vielleicht einmal ganz kurz einfach vorstellen, wie ihr euren Tisch gebaut habt, wie es grundlegend bei euch hinten aussieht? Also man müsste vorher dazu sagen, dass wir den Bus gekauft haben und er war damals schon ausgebaut. Das war durch einen sehr netten Mann, der das für seine Tochter gemacht hat, der auch das Ganze selbst auf YouTube festgehalten hat. Das war für uns sehr praktisch, weil wir natürlich jeden einzelnen Schritt beobachten konnten. Wir wussten, wo ist die Isolierung, wo sind welche Schrauben verbaut, also wirklich komplett alles. Und wir haben uns dann entschieden, den Bus etwas umzubauen und etwas mehr nach unseren Bedürfnissen zu gestalten, eben durch den Aspekt, dass wir hier auch gerne arbeiten möchten, und haben uns dann entschieden, das Festbett auszubauen. Das war hier mit dem Lattenrost eingebaut und diese Sitzbank-Tisch-Slash-Bett-Variante einzubauen. Und das Ganze besteht eigentlich aus zwei großen Bankmodulen. Ja. Die haben Staufächer hier unten drunter. Die kann man mit Klappen von oben jeweils aufmachen. Und daran sind die Schienen verbaut. Und auf diese Schienen lässt sich dann dieser Tisch runterfahren, beziehungsweise das Tischbein abnehmen. Ich zeig das einmal ganz kurz. Das ist auch wieder von Lagoon. Das habe ich schon gedacht. Typische. Das hat jeder. Mhm. Genau. Da, seid ihr damit zufrieden mit dem Tischgestell? Ein bisschen Sand und Salz. Ja, man hört, okay. Lass uns jetzt gerade knatschen. Aber an sich schon. Also wir haben ein bisschen eine schwere Tischplatte gewählt. Dieses Mal, also gerade als wir noch in feuchteren Gebieten in Portugal waren, hat die angefangen, sich so ein bisschen zu biegen. Ja, das kennen wir von anderen. Aber es hat sich jetzt tatsächlich wieder zurückgebogen, seitdem wir auf Lanzarote sind. Also noch ein bisschen hier bleiben. Aber für den Auf- und Abbau vom Bett ist es natürlich auch ein bisschen anstrengend, wenn man so ein riesen schweres Teil rumschleppt. Ja. Aber für jetzt passt das. Vielleicht würden wir irgendwann es gibt noch zwei von diesen Platten für hinten und vorne, vielleicht würden wir die irgendwie mal austauschen, genau, damit die leichter sind. Vielen Dank, Alex. Du hast es gerade schon, das reicht zur Demonstration. Das heißt, der Tisch deckt natürlich nicht die ganze Länge ab. Ihr habt noch eine oder zwei Platten, habt ihr gesagt? Zwei, die das dann vervollständigen, und da habt ihr quasi eine Liegefläche. Wir hatten es eben schon kurz, Alex, du bist relativ groß, knapp 2 Meter. Ja. Du kannst hier aber problemlos liegen und schlafen? Ja, also die Liegefläche ist 2 Meter, es gibt diese kleinen Aussparungen. Ist aber eigentlich gar kein Problem. Ja. Das ist trotzdem noch genug Platz für die Füße. Gerade weil nach hinten ja auch noch so ein bisschen Platz zur Tür. Und dann unten, wir haben noch so eine Matratzenauflage, so einen Topper, den wir drüber rollen, weil wir uns für ziemlich harten Schaumstoff entschieden, weil wir halt wussten, wir werden viel sitzen. Und mit so einem alten Camper hat sich das dann schnell durchgesessen und dachten wir, okay, machen wir schön hart, haben Probe geschlafen und waren so.
nee, das geht nicht mehr, wir brauchen einen Topper. Und der Topper rollt sich halt dann fast bis zur Tür. Und dadurch haben wir eigentlich, ich vermute, 2,5 Meter Liegefläche mal 1,55 in der Breite. Ja. Also es ist echt super komfortabel. Sehr, sehr luxuriös. Dann nehmen wir mal direkt zwei Tipps mit, und zwar die Tischplatte, das hört man nämlich immer wieder, nicht zu schwer. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass sie massiv ist, gerade wenn man auch selber drauf liegt. Und harte Polster finde ich super, den Tipp hatten wir noch nie, weil wir haben es bei uns im Camper, die sind halt super schnell durchgesessen und dann kannst du die alle zwei Monate gefühlt austauschen. Ja, bei uns ist es auch so, dass wir jetzt gemerkt haben über die Zeit, wir haben momentan die Surfboards noch drin an diesen Ösen am Dach oder an der Decke am Himmel. Und das führt dazu, dass wir abends, wenn wir arbeiten oder irgendwie was essen, meistens beide zusammen auf dieser Seite sitzen. Und dadurch ist es jetzt auch passiert leider, dass diese Seite schon etwas weicher geworden ist und diese ist härter. Aber unser nächstes Projekt wäre auf jeden Fall auch, dass wir die Surfboards mit einem Dachgepäckträger nach außen verlagern, sodass das auch gleichmäßig weicher wird. Ja, kann ich sehr empfehlen. Surfboards draußen lagern ist, glaube ich, der größte Gamechanger, den man... Ja, wir haben gerade auch noch Episode 2, wir haben noch ein drittes dabei und es steht sogar meistens gerade auf Beifahrersitz, wenn wir parken. Wir kennen das. Deshalb wäre nächstes Projekt auf jeden Fall ein Frühling Dachgepäckträger. Und genau, was wir auch rückgebaut haben, der Vorbesitzer hatte diese, der hat IKEA verbaut tatsächlich, also die Küche und auch die Schränke sind IKEA. Und genau, die Schränke waren auch hier über Alex und auch hier über mir. Stimmt. Mit unserer, mit den Bänken, die wir eingebaut haben, hätte halt diese Tür nicht mehr gepasst. Die Kopfhörer. Ah, dann habt ihr es hier angepasst mit den Hängeschränken, die habt ihr dann selber nachgebaut. Genau, die haben wir selbst gebaut. Ja, und die quasi hier einmal rüber versetzt. Die waren schon da. Ah, die waren schon da. Okay, perfekt. Genau. Dann die beiden raus, den neu rein, passt halt nicht ganz so gut dazu, aber wir haben alles, eben wirklich alles weiß, selbst weiß foliert, was so neu dazu gekommen ist, um ein bisschen Geld zu sparen, weil die schon folierten Platten sind halt ein bisschen teurer. Wir haben also die unfolierten gekauft, alles gebaut und dann mit der Möbelfolie. Was sehr praktisch ist, weil es ist abwaschbar, das heißt, wenn es mal größere Flecken gibt, kann man wirklich feucht nachwischen. Bei purem Holz ist manchmal das Problem, dass es dann bleibt. Ne? Können wir auch ein Lied von singen, da kriegst du es kaum noch ab. Ja, auch, danke als dritten Tipp, nehmen wir auch mit, folieren, super, super Tipp, abwaschbar. Also war echt viel Arbeit, auch immer wenn ich es immer noch nicht überwische, bin ich so, habe ich diesen Flashback an die zwei Tage, wo wir einfach nur foliert haben. Ja. Aber es hält überraschend gut, wir waren jetzt sind jetzt schon fast 3 Monate komplett drin, haben auch schon Fahrräder transportiert, ich glaube nur da unten ist so eine Stelle richtig aufgerissen. Also es sieht wirklich erstaunlich weiß aus hier noch, aber, das muss ich mal als... Es ist wirklich immer, also überraschend. Ja. Sehr schön. Perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir die hintere Ecke, wenn ihr da nichts mehr habt. Hängeschränke gehe ich nie wirklich drauf ein, habt ihr gerade schon kurz erwähnt. Ist super für Stauraum. Auf der anderen Seite habt ihr die Surfboards, sollen wahrscheinlich jetzt irgendwann im Projekt nach außen. Dann wäre noch ganz interessant, ihr habt hier hinten noch so kleine Klappfächer einfach. Das ist Stauraum, braucht ihr gar nicht aufmachen. Und was ich ganz cool finde zum Arbeiten, ihr habt hinten so eine kleine Steckdose, USB-Steckdose. Genau, wir haben hier, ist auch vom Vorbesitzer, der hat die installiert, auch auf beiden Seiten. Also dieses Klappmodul war eigentlich auch da drüben, das haben wir ausgebaut, um halt eine breitere Fläche zu haben zum Liegen und Sitzen. Wir haben hier einmal USB und tatsächlich hier unter der Sitzbank auch nochmal einen USB-Anschluss. Ja, praktisch. Wir dachten zuerst, brauchen wir gar nicht, aber es ist echt super praktisch, wir haben die Hände jetzt eigentlich immer dran. Ja. Ja, und unsere, genau, wir haben hier noch so eine Steckdosenleiste, die rauskommt, wo wir dann über Strom sprechen. Ja. Die wir für die Computer benutzen. Theoretisch haben wir hier auch noch eine Leiste. Fährt man seltener aus, als man am Anfang dachte. Ja, nie. Ich kenn's. Genau, abgesehen von der Bankbettlösung, die wir umgebaut haben, damit es besser für uns passt, haben wir auch noch dessen Strom bearbeitet. Das war eine Sache, die hat noch nicht so ganz für uns funktioniert. Ja, weil wir relativ viele Laptops laden, auch teilweise gleichzeitig, war die Hausbatterie doch ein bisschen zu schwach. Wir mussten auch einen Wechselrichter einbauen, um diese Spannungsumwandlung hinzubekommen und haben uns dann für eine 150 Ah Lithium-Batterie entschieden. Und also trotz, dass wir beide wirklich relativ viel laden, kamen wir selten mal unter 75-80%, was echt uns total überrascht hat. Und die Batterie wird geladen, zum einen durch die Lichtmaschinenform, die verbunden ist. Wir haben eine Außensteckdose, die wir aber jetzt in den 3 Monaten, glaube ich, einmal benutzt haben am Anfang, als es noch Winter war. Gutes Zeichen. Total, ja. Und wir haben noch 150 Watt Solar auf dem Dach. Super. Du hast gerade alle Standardfragen beantwortet. Sorry, Lea, die ist super zum Strom-Setup. Also ihr kommt gut klar, 150 Watt, Lichtmaschine, Außensteckdose, sorry. Ja, die Lithium-Batterie ist auch der Game-Changer gewesen. Da haben wir mal ordentlich Geld in die Hand genommen, bevor wir losgefahren sind, aber das ist echt,
Also wir gucken immer drauf, auch gerade heute früh wieder, wir haben gestern geladen, sind gestern nicht, gefahren, außer einmal 100 Meter vor und wieder zurück zum Einkaufen. Zum Einkaufen. Und wir haben 97% gehabt, allein durch Solar gestern. Also total. Auch den Tipp nehmen wir gerne mit. Vor 3 Jahren haben wir uns für eine AGM entschieden, weil eine Lithium einfach absolut nicht bezahlbar war. Mittlerweile sind die echt gut bezahlbar sogar. Also klar, es ist preislich immer noch ein Unterschied, aber 150 Amperestunden Lithium, damit kommt man gut aus, das glaube ich. Ja. Also ihr kommt, glaube ich, gut zurecht damit. Absolut, ja. Gehen wir auch so weiter. Und ich habe ja hier schon 2, 3 Mal reingeguckt. Ihr seid wirklich viel, glaube ich, an Laptops tagsüber. Und wenn man 2 Laptops laden und so ein Zeug klarkommt, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Ja. Super. Dann würde ich sagen, ich setze mich mal hier hin und wir machen vielleicht einmal mit dem linken Teil der Küche mit einem wunderschönen Ausblick weiter. Schießt einfach mal los. Ihr habt ein Gasherd, glaube ich, Küchenteil. Genau, wir haben einen Gasherd, der hat einen Anschluss an die Gasflasche, die im hinteren Teil unter der Bank steht. Ja. Also alles auch verschlossen mit abgedichtetem Fach dafür. Das ist eine Propanglasflasche. Aus unserer Erfahrung, die wir jetzt machen konnten über die letzten 3 Monate, ist es in Europa manchmal gar nicht so leicht, die nachfüllen zu können. Also es wäre vielleicht eine Variante gut, die Butan auch befüllen kann, beziehungsweise ein Herd zu nehmen, der beides kann. Bei uns ist es so, dass wenn wir Butangas nachfüllen würden, müsste man am Herd was umstellen, damit die Flamme trotzdem gleich bleibt und damit diese Düsen nicht verstopfen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, deswegen wollen wir auch ausschließlich nur Propan tanken, beziehungsweise die Flasche nachfüllen. Aber ansonsten funktioniert das super. Also ich glaube, die hält 1,5 bis 2 Monate am Stück, die Flasche. Was also wahrscheinlich für viele sogar länger. Wir kochen eigentlich jeden Tag und dann haben wir es Genau. Ja, das ist auch unsere Erfahrung. So ungefähr kommt das hin. Ja, ja und unter diesem Modul, das Herz ist der Kühlschrank. Der ist durch so ein Schiebemodul gesichert. Hier ist eine Kindersicherung drin. Ah, so geht's auf. Ich dachte, das wäre super cool. Die Kühlbox haben wir auch. Ja. Einmal ganz kurz Bewertung. Seid ihr wahrscheinlich sehr zufrieden mit, oder? Ja, die ist super. Ja. Wir haben uns immer gefragt, wie schafft die Kühlbox dir so wenig Kondenswasser zu bilden? Hm. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Auslass gesehen, wo das Kondenswasser hingeht? Dann scheint es einfach irgendwie gut zu funktionieren, ohne viel Kondenswasser zu bilden. Einzig allein das System dieses Ausziehfachs hat uns jetzt schon ein paar Mal ein bisschen enttäuscht, weil das doch nicht ganz so stabil ist, wenn man mal wirklich hart bremsen muss. Also wir hatten Situationen, wo wir wirklich mal kurz hart bremsen mussten und dann ist dieser kleine, das ist eigentlich eine Kindersicherung für Schränke in Haushalten, glaube ich. Ja. Und die springt einfach auf und dann, ja, dann wird es schwierig für dieses Regalsystem, das noch zu halten. Also wenn wir zurück sind und die nächsten Umbauschritte vornehmen, werden wir auf jeden Fall eine etwas stabilere Sicherung dafür bauen. Einfach so einen Klapphaken, wahrscheinlich auf 1 oder 2 Seiten würde das Problem schon lösen. Super interessant, dass ihr das ansprecht, weil das ist tatsächlich immer wieder Thema, ob es die Pushlocks sind bei den Schränken oder alle Sicherungen. Wenn ihr natürlich die Bremskraft habt, dann wirkt, glaube ich, auch gut Kraft auf so eine Kühlbox, wenn die voll ist. Genau. Also Kindersicherung, Empfehlung nur so halb, bei schweren Sachen wahrscheinlich nicht. Wenn es ein Kleiderschrank ist, wäre es wahrscheinlich tipptopp. Ja, aber könnt ihr mir vorstellen. Ja. Ja, ist interessant. Irgendwie die perfekte Lösung. Es gibt jetzt wohl einige Pushlocks, die sehr sicher sind, aber die perfekte Lösung für dieses System gibt es nicht. Also ja. Aber auch die Kindersicherung muss da irgendwie oben unten drücken, hinten drücken, dann noch zu. Also braucht man gefühlt 3 Hände, um es aufzukriegen. Zeig's mal hier. Und dann hält es sich, wenn man bremst. Also so, genau, da wollen wir auf jeden Fall eine neue Lösung machen, zu überlegen. Aber die Mobicool Kühlbox, die packen wir mal mit rein. Ich weiß gar nicht die Modellnummer, ehrlich gesagt, aber wir haben die, wie gesagt, auch und sind damit auch super zufrieden. Mhm. Und jeden, den wir getroffen haben, die sind echt, weil da kann man, glaube ich, auch viel nicht so gutes Zeug kaufen. Aber Mobicool macht da schon echt gute Sachen. Ja, und Toploader finde ich immer besser als ein Frontloader, damit die ganze Kälte nicht einfach sofort rausfließt, sobald man den Kühlschrank aufmacht, sondern die bleibt einfach unten gespeichert. Danke für den Tipp. Hatten wir sogar schon 2, 3 Mal in Videos. Einige Leute, die kennen sich echt gut aus mit dem Zeug. Das ist der Grund, warum da wirklich die Kühlboxen auf dem Land verbaut werden. Weil Strom ist ja auch nicht unbegrenzt. Perfekt. Dann wechsle ich einmal von links nach rechts. Und wir kommen zum zweiten Teil der Küche. Übrigens, vielleicht können wir das einmal ganz kurz. Es sind 2 Drehsitze. Ich sitze hier gerade auf einem. Waren die schon eingebaut oder? Ja, die hat unser Vorbesitzer eingebaut und wir sind da sehr, sehr glücklich darüber. Der zum Glück die ganzen
auch vieles der komplizierten Aufgaben schon gehabt. Also ja. Es war vor 3 Jahren noch einen neuen Sitzer, also ein Personentransporter. Ah, okay. Und der hat dann wirklich den Personentransporter gekauft, hat die komplett auseinandergenommen, hat Drehsitze eingebaut. Super cool. Du sitzt doch gerade auf einer Diesel-Standheizung, also dieser Beifahrersitz. Ja, zeige ich einmal hier. Genau, hat das Solar gemacht. Alle, überall, wo Löcher im Auto sind, hat er eigentlich gemacht. Ja. Fenster, Landstrom. Ja. Also die undankbaren Aufgaben wurden genau. Euch... Genau, wir haben halt jetzt letztes Jahr noch so ein bisschen Möbelbau gemacht mit dem Strom. Ja, schön. Super cool. Genau. Grüße an den Herrn, wenn er ja. Das hier vielleicht sehen sollte. Super gute Vorarbeit. Der hat doch echt, weil wir gerade hier drüber sprechen, mit ja. Der Küche, der hat doch echt eine spannende Sache sich überlegt hier für diese Holzplatten. Der hat einfach Boden, so Klickparkett genommen und hat das zusammengeschweißt und dann selbst ummantelt mit diesem Plastikrand. Und das hat er halt für die Platten gemacht, links und rechts. Und auch hier oben für unser schönes Licht-Element. Und die Seitenteile, also er ist da irgendwie, hat das ja, super leicht, also viel leichter als irgendwie ein anderes Holz und hält gut. Das würde ich vielleicht sogar als Top-Tipp einmal festhalten. Das habe ich noch nie gehört. Und ich glaube, es gibt kaum was Stabileres als ein Klick-Vinyl-Boden, so heißen sie ja, glaube ich. Und das dann einfach, vielleicht kannst du einmal die Klappe aufmachen. Also hier sieht man, wirklich, der hat das noch nicht mal irgendwie behandelt oder so. Ja, normales Holz und dann einfach wahrscheinlich draufgeklebt oder draufgeleimt. Ich glaube, es sind sogar die Platten, wie man die kauft. Ah, also okay, oder so. Stimmt, sie sind auch... Wenn du mal rüberkommst, hier ist eine Verschlussstelle von diesem Clip. Zeige ich einmal so. Die sieht man hier an der Seite, glaube ich, auch. Ja. Und genau, es ist einfach die Platte, wie man sie kauft, weil sie sonst auf den Boden kommt. Super Tipp. Und ja. Der hat die halt einfach verleimt und für verschiedenste Sachen hier benutzt. Und die sind halt, also wirken total stabil. Ja, die sind super kratzfest und super schön. Ja, von sehr cool. Das auch. Ja. Ja, sieht man, das alles ein. Ja. Ja, super schön. Außer die Stufe, die haben wir noch nachträglich eingebaut im Rahmen der Bänke. Ja. Und da haben wir uns dann erstmal für ein billiges Linoleum entschieden, was nicht ganz passt und nicht mal die richtige Richtung. Aber es fällt nicht auf. Ja. Es fällt nicht auf. Hättet ihr es nicht gesagt? Okay, sehr schön. Danke für den Tipp. Das finde ich sehr cool, haben wir auch noch nie gehört. Also ich glaube, am kompliziertesten, was ich bei ihm gesehen habe, war diese, diese Bar, diese Seiten zu machen. Er hat da so einen, wie nennt man das, wenn man so eine Nut genau reingebracht und dann das reingeklebt und festgesteckt. Sehr aufwendig, glaube ich. Super aufwendig, aber sieht toll aus und hält. Ja, die Ecken sind auch das Erste, was immer sonst so ein bisschen abnutzt, wo man immer gegenkommt, gerade im Van. Super praktisch. Die von euch aus gesehen linke Seite. Küche braucht man, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Schränke lassen wir auch immer, wollen die Leute, glaube ich, gar nicht, ist gar nicht so interessant. Was aber immer sehr interessant ist, wie viel Frisch- und wie viel Abwasser habt ihr? Wir haben 2x 30 Liter Frischwasser. Die beiden Tanks befinden sich ja auch unter der Bank. Ja. Einer ist hier, einer ist hier. Und das wird von außen befüllt. Also wir haben eine abschließbare Öffnung dafür. Ist ja auch alles belüftet, das heißt, der Tank kann jetzt nicht platzen, wenn man mal einen zu großen Wasserstand einführt. Und ja, es läuft erst in einen Tank, dann in den anderen mit so einem System, was ich dann erstmal füllen muss und irgendwann läuft es den anderen über. Das ist manchmal ein bisschen langwierig, aber hält eigentlich super bei uns. Und wir nutzen es nicht als Trinkwasser, wir benutzen es wirklich nur zum Kochen für Nudeln oder zum Abwaschen oder so. Und Abwasser ist unter dem Auto befestigt, ein Tank und der fasst 70 Liter. Ah, okay, also auch gut Abwasser. Ja. Ja. Und damit seid ihr zufrieden? Kommt ihr damit gut zurecht? Ja. Ich glaube, mehr Wasser, mehr Strom geht immer, wenn man Leute fragt, aber 60 Liter ist ja auch eine ganz gute Menge, 2x30 dann. Ja, also wir haben auch die Dusche hinten, die daran angeschlossen ist, mit einem kleinen längeren Schlauch. Das heißt, wir können uns auch mal nach dem Surfen oder nachdem wir im Wasser waren, kurz abduschen. Wenn wir das beide regelmäßig machen, ist halt auch relativ schnell leer, aber an sich hält es total gut. Und ja, wir sind halt sehr zufrieden damit. Super cool. Wir hatten es eben schon einmal ganz kurz angesprochen, das Waschbecken. Ja. Ihr hattet ganz kurz erwähnt, ich glaube, du hast gesagt, ihr wollt da was ändern und zwar? Ja, wir finden, dass der Hahn nicht ganz optimal ausgerichtet ist. Der kommt halt relativ weit an der Seite raus und spritzt schon mal überall hin. Es wäre halt cool, einen zu haben, der mehr mittig den Strahl hat im Waschbecken oder
vielleicht sogar ein bisschen tiefer oder so einen flexiblen zu haben oder so. Also einfach einer, der, wo die Öffnung ein bisschen weiter mittig beim Waschbecken sitzt, wenn man eine Arbeitsplatte abwäscht, nicht alles mal voll spritzt hier hinten. Ja, wenn ich mir da das Gesicht wasche, dann ist es gleich, ist alles komplett überall nass. Ja. Was jetzt nicht dramatisch ist, aber das wäre so eine Kleinigkeit, die wir vielleicht irgendwann nochmal austauschen. Cool. Auch danke dafür. Ich glaube, Waschbecken ist immer, geht auch immer größer und mit dem Wasserhahn muss schon alles gut passen. Ja. Sehr cool. Dann würde ich einmal zum letzten Part kommen und man hätte dann noch zwei, drei Fragen. Und zwar bei der Decke, ihr hattet es eben schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, braucht man gar nicht so viel zu sagen. Sieht super schön aus. Hat auch der Vorbesitzer gemacht, richtig? Sind, glaube ich, ein paar LED-Spots drin. Das wollte ich nur einmal erwähnen. Aber euer Fenster, das habt ihr auch nicht eingebaut. Seid ihr aber zufrieden mit, oder? Sind wir zufrieden. Wir haben jetzt festgestellt, gerade wenn wir in wärmeren Gebieten unterwegs sind, hätten wir ganz gern noch eine Belüftungsmöglichkeit im hinteren Teil des Busses, weil unsere Schiebefenster, die wir eingebaut haben, die sind alle hier nur im vorderen Bereich. Das heißt eigentlich ab der Tür ist alles zu. Und wenn man nachts jetzt nicht gerade die Tür aufmachen möchte, dann wird es doch manchmal ein bisschen zu warm. Unsere Idee war, dass wir eventuell in Zukunft hier nochmal ein zweites Dachfenster einbauen, dieses Panel etwas kürzen. Muss man dann sehen, wie man das mit dem Solarpanel macht, was auf dem Dach ist, dass sich das nicht so alles ein bisschen im Weg steht. Aber ja, das wäre so ein Punkt, den ich auf jeden Fall beim nächsten Selbstausbau beachten würde, dass wenn wir Dachfenster und Fenster einbauen, darauf zu achten, dass sie möglichst gut verteilt sind im Bus, damit die Durchlüftung am besten ist. Danke, das ist auch ein guter Tipp. Ich glaube, da denken auch viele vorher nicht dran. Gerade im Schlafbereich sollte man ein Fenster haben, glaube ich. Ich schlafe mit den Köpfen ja nach hinten, glaube ich. Genau. Ja. Perfekt. Dann hätte ich zum Abschluss noch zwei, drei Fragen. Wie viel habt ihr für das Fahrzeug bezahlt? Habt ihr das ungefähr auf dem Schirm? 27.000. Und wie viel habt ihr da noch reingesteckt? Wir haben es nicht genau aufgeschlüsselt. Ich vermute so 3.000. Ja, 3 plus. Ja. Okay, plus. Also kommt man ungefähr ein bisschen über 30.000 raus vielleicht. Es ist ja irgendwie immer was zu machen. Man hört ja immer Sachen ausbessern. Ja, super cool. Dann als allerletztes, wenn man Fragen hat zum Ausbau oder generell zu eurem Leben vielleicht auch, wenn es so ein paar Sachen gibt mit Jobs, da sind ja auch immer viel interessiert, kann man euch da irgendwo kontaktieren, wenn ihr sagt, Insta muss jetzt nicht, dann gerne unter den YouTube-Kommentaren einfach. Habt ihr da irgendwas, wo man euch erreichen soll oder? Tatsächlich nicht so richtig, nee, wir sind da sehr inaktiv. Vielleicht wenn dann über dich und dann eine Mail oder so. Das kriegen wir hin. Wenn es nicht zu viel Aufwand ist. Nee, auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Also falls Fragen sind an die beiden, gerne an uns unter die Kommentare oder direkt. Wir leiten dann weiter und dann kriegt ihr da sicherlich eine Antwort, wenn es da eine passende für gibt. Ja, gerne. Habt ihr sonst noch irgendwas? Wir wollten noch ganz gern das Fach über dem Fahrer oder der Fahrerkabine ansprechen. Super gerne. Bitte, also mach ich mal einmal Platz. Wenn jemand die Idee hat, einen Sprinter zu kaufen oder auch einen Crafter, der ist ja fast baugleich, fanden wir es sehr praktisch, dieses Element noch einzubauen. Also normalerweise ist der Dachhimmel bis hier oben. Ah, okay. Genau, und dieses Fach gibt es nicht. Und das hat für uns so viel im neuen Stauraum nochmal eröffnet, den wir vorher nicht hatten, dass wir damit total zufrieden sind. Bettsachen da oben drin, also zwei Bettdecken, Kissen, warme Sachen, Kinder, alles Mögliche. Auch die Befestigung für eure Gardinen? Sind das so Thermogardinen? Ja, genau. Ah, ja, praktisch. Überall drin diese lichtdichten Thermogardinen. Auch noch ein Tipp, aus demselben Stoff haben wir uns auch vor dem Vorbesitzer abgeschaut, haben wir auch die Kissenbezüge genäht. Das hatten die nämlich auch gemacht, aus diesem Grauen. Und wir haben halt blauen gekauft, weil es in unserem vorherigen Camper so war. Ja. Und das ist total, ist halt günstiger als so richtiger Sofastoff. Halt einfach bei Ikea diese lichtdichten Stoffe kaufen. Und dann halt aufgenäht. Ja, so gut. Vielen Dank auch für den Tipp. Ja, und da hierfür gibt es tatsächlich so eine, so ein bisschen die einfache Lösung genommen, es gibt so Module zu kaufen online. Und die werden dann hier einfach in diese Befestigung reingeschraubt. Ja. Und dann haben wir das Brett in der richtigen Größe ausgeschnitten und selbst gefilzt. Genau. Und halt noch hier diese vordere Leiste mit reingepackt. Das gibt es auch als Komplettpaket, also man kann es auch wirklich kaufen als fertiges Brett oder als fertiges Modul. Oder man kauft die Schablone, dann kommt einfach so ein Papierstreifen, den man auslädt und auf dem Holz abzeichnen kann. Ja, mittlerweile gibt es das, glaube ich, für die gängigen Modelle Sprinter, Ducato und alles, gibt es wirklich ganz viele schöne Sachen zum Kaufen. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, wo ihr beide da gerade so sitzt, zeige ich es noch einmal und wollte mich noch einmal bedanken für die sympathische Roomtour. Bei Fragen haben wir eben schon geklärt. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Reise. Viel Spaß noch auf Lanzarote. Geht's noch rüber? Ja, nach Fuerteventura.
Ah, ja, dann werden wir uns, glaube ich, auch noch 2-3 Mal sehen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Tschüss.